muss man ja drauf sein in heutigen Zeiten. Thank you.
Thank you.
jetzt ab. So. Schauen wir gerade die neuen Mountainbike-Sprechstrecken an, die geplant sind. Aber es ist noch nichts markiert, darum muss ich mit der Karte fahren. Ja. So. Einen guten Tag. Auf 1,5 Stunden plus minus 2 Minuten. Ja, dann einen guten Tag wünsche ich euch. Ist immer gut, wenn man seinen Rhythmus hat. So, Grünbergstraße fährt man da. Naja. Thank you.
So, geht's jetzt so rauf. Schauen wir gleich nach. Einfach entlang gefahren.
Ah ja. Thank you.
Okay.
Stürz geht es nicht. Mit einem Tretlager braucht man keine Glocke, gell? Ja, aber ich bin hoffentlich nicht mehr frei.
Also.
Das Beste. Hallo, grüß dich.
So. Stimmt.
Mit meinem Tretlager braucht man keine Glocke, gell? Ja, aber ich bin hoffentlich in Ebbe frei.
Das Beste. Hallo, grüß dich.
gehabt. So, Maps. Wo bin ich gerade? Auf der Gieß. Ostrasse. Genau. Das ist der perfekt. Kammerschlag. Das stimmt schon so. Super. Schön wär's da fahren zu können. Aber wo müssen wir fahren? Scheinbar drauf.
Zumindest wenn man meiner Karte vertraut. Thank you.
Hast du das auch? So. Jetzt da. Aber da komme ich dann eh wieder dorthin, wo ich das soll. Aufpassen, dass man auf die andere kommt. Was wir kriegen, oder? Das heißt, die Straße. Lang gegangen, aber da haben wir vorhin. Und jetzt sind wir wieder am richtigen Weg. Thank you.
bei den Straßenverhältnissen. Ich hätte doch besser den Luftdruck ausgelassen sollen. So schwierig ist es. Da geht die Bundesstraße unter Anführungszeichen oder Mountainbike-Strecke, je nachdem wie man es sieht, kommt von der Kiss runter. Aber wir fahren weiter runter. Auf der Mountainbike-Strecke. Mal checken. Ich glaube, jetzt müssen wir abbiegen zur Jausenstation. Thank you.
Mountainbike-Strecke. Denn Linz ist es nicht. Doppelcheck, dass ich euch am Bild nicht sehe. Karlsbergstraße, Lichtenberg. So, geht's los. Grüß euch.
Hallo, grüß euch. Dankeschön.
sondern jetzt. Einfach aufgefahren, bitte so. Ich will da mal umschicken. Hofenstraße steht da. Das ist interessant. Genau, da fahren wir dann noch da rein, Hummelstraße, zurück zur Grünbergstraße.